Okay, oh Gott, was ist denn... Oh, ich muss erstmal wieder hier reinkommen. Ach, du Heilige. Was ist denn... Ach, hier ist eine unsichtbare Wand und ich denke, meine Steuerung ist kaputt. Ich kann hier auch nicht lang gehen. Und tot. Was ist denn ein Ladescreen? Oh, nee, nicht die schon wieder. Nicht die schon wieder. Ach. Vor allem, ich finde es halt irgendwie komisch, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, denken, du weißt, wo du hingehen musst, ohne irgendwelche Hinweise. Da ist halt nichts irgendwie. Ja. Das ist einfach nur ein Areal und du wirst irgendwo reingepackt und dann, ja, hier. Moment, was war nochmal? War das F6? F6 war speichern. Ich wollte gerade sagen, ich wusste jetzt nicht, ob ich gequicksaved habe. Ah, guck mal, aber hier dran haben sie gedacht. Sobald du da ins Wasser springst, bist du tot. Aber auch... Ja, an der einen Stelle. Du ertrinkst, ja, du ertrinkst, wenn du über Wasser bist, übrigens auch. Also... Ja, eben, aber halt in einem... Warte mal, ich habe eine Idee. Aha! In einem normalen Spiel brauchst du ja nicht unbedingt Kontext, wo du hinlaufen musst. Du könntest auch einfach dem Level halt folgen, weißt du. Oh, nicht aha, die lassen mich hier nicht hochklettern. Ich werd einfach wieder runtergeglitscht, wenn ich's versuch. Oh. Da versuche ich's schon mal mit dem... Wie lasse ich ihn jetzt wieder los, eigentlich? Ja, danke, glaub, jetzt bin ich gleich tot. Warum stellen die das denn da so hin, wenn man da nicht hochklettern darf? Ich habe keine Ahnung. Aber das hieß ah, nicht hier, guck mal. Hier sind Boote, über die kann ich bestimmt rüberhüpfen. Während mich der Arschloch-Helikopter weiterhin abballert. Aha, ja, das scheint richtig zu sein. Hier ist eine... Ach komm, wirklich? Ich bin doch auf Land. Ich kann doch nicht auf Land ertrinken. Oh, ach, Bullshit. Das ist voll geil. Ich glaube, du musst ganz schnell die Leiter hoch, bevor du ertrinkst. Ja, aber ist kein Wasser. Die Luftfeuchtigkeit ist einfach so hoch. Du Mitchell, einfach weg. Die Luftfeuchtigkeit, ja, ich ertrink an der Luft. Mitchell hat einfach genau. Asthma oder so. Das ist... Seid ihr sicher, dass das mit der Leiter richtig ist? Oh ja, hab's geschafft. Okay, ich muss da bestimmt auf dieses Boot rauf. Da sind auch... Ja, da sind Leute, die ballern da. Komm ich da rauf? Ah ja, das Steinschiff. Ja, geschafft! Juhu! Gott! Aber warum ist der Typ von seinem Schiff runtergegangen, um hier einmal rumzurennen und dann wieder drauf zu gehen? Ich hab keine Ahnung. Du hast ja auch nichts gemacht. Ja, die schießen da jetzt auf die ankommenden... Oh. Oh, ja, ganz toll. Wirklich? Ach, meine Güte. Ich finde auch, das Wasser hat eine seltsame Kontur. Ja, es ist... Sieht aus wie Mondoberfläche. Ja, der Mond scheint ja auch. Also erschien, erscheint. Ne, da ist er doch. Er scheint noch. Ich weiß nicht, soll ich einfach da weiter verteidigen? Kann ich hier irgendwie diesen Weg öffnen und dann weitergehen? Oh, warte, nee, doch, ich soll nur verteidigen. Jetzt kommen nämlich noch andere. Ich gucke jetzt gerade mal, ich muss nochmal schauen, weil. Sie kommen jetzt irgendwie nicht. Da sind sie. Aua. Ich glaube, ich muss sie so ein bisschen anlocken. Dann renne ich wieder zurück zu meinen Leuten und die ballern die dann weg. Bestimmt auch noch ein Detail, was die auch komisch gemacht haben. Der 7-Stunden-Krieg hat gerade angefangen oder man ist mittendrin. Und man sieht schon Wartop-Wien-Wassermaschinen. Das geht noch gar nicht. Jetzt kommen wieder, die Typen. Und ich kriege auch einfach keine Medipacks von diesem Kackspiel. Auf was ist hier der Konsolenbind? Circumflex, F3, F8, F12? Gab's das auch mal? Ne, F12 ist Screenshot, danke dafür. Aber jetzt explodiert ist ein bisschen der eine Typ auch. Oh Gott, der eine Typ ist auch explodiert. Oh Gott. Ach ja, stimmt, der liegt dann also in zwei Hälften und redet ja auch aus irgendeinem Grund. Aber jetzt ein bisschen was von diesem Hard-Touching-OST immerhin. Ach, ist er das? Er ist in der Mitte durchgeteilt, der redet nicht mehr. Bin ich jetzt Captain von dem Schiff, das gerade im Hintergrund brennt? Herzlichen Glückwunsch. Ja, echt. Ach, hat er schon wieder das Laden nicht hingekriegt? Will er mich verarschen? Nee, hat er. Okay, gut. Ah, jetzt sind wir hier, stimmt. Ah, haben sie mir all meine Waffen genommen? Ja, Klassiker. Combine haben erstens gesehen, dass die Menschen Teleportation durch Raum entwickelt haben. Eine Technologie, die Combines nicht haben, aber haben wollen. Und zweitens haben sie mitbekommen, dass die Menschen ziemlich krass drauf sind, weil Gordon Freeman den Nihilant besiegt hat. Deswegen arbeiten sie auch mit Menschen zusammen, allerdings, ja, mit Gehirnwäsche, also mit dieser, da wo man dann in Episode 1 ist, in der Zitadelle haben die ja diese... Was passiert da im Bild gerade? Ich hab keine Ahnung, was anderes, anders geht's ja nicht. Folge dem Drachen. Oh, jetzt hattest du mich fast. Oh, ich hab's geschafft. Wir sind schon wieder in so einem komplett leeren Level, ne? Hier ist echt... gar nichts. Ja, ist das nicht der Teil in Crisis, bevor man in das Raumschiff geht und die Aliens kommen? Oh, jetzt kommen Aliens.
Oh nein. Leute, Leute, Parcours ist wieder am Start. Aber diesmal habe ich es direkt gemerkt zumindest. Alter, guck mal, du kannst nicht deine Arme schauen, wenn du die Kamera drehst. Voll geil. Oh ja, stimmt, das geht. Tada, gut, der okay. Nee, nicht hoch, runter. Nein, halt dich fest. Oh, puh, okay, man muss Leertaste drücken. Oh Gott. Gut, runter geht's zumindest leichter, wenn man erstmal dran ist am Rohr. Ja, bitte, haha, Chris, lustig. Jetzt nicht wieder, bitte Chris, nein. Oh, scheiße. Half-Life. Leitern in Half-Life, wer hat sich das ausgedacht? Ja, es ist fast schon Walking Simulator jetzt, ne? Oh. Ist das Spiel gecrashed? Nee, bei mir steht noch Ladedaten. Ich sehe gerade, bei euch im Stream steht das nicht, aber er lädt. Also, ah, okay. Meiner Auffassung nach. Oh, nee, ich glaube, es ist abgestürzt. Sag ich ja. Nee, doch nicht. Ja, ich hab's einmal minimiert und wieder maximiert und dann ging's. Ameisenlöwe kommt raus. Ameisenlöwe Angriff. Ameisenlöwe Schmerz. Ich hab gerade geguckt, ob es ein Buch zu Half-Life gibt. Es gibt tatsächlich eins, das ist sogar offiziell lizenziert. Mark Laidlaw? Ja. Nee, es gibt Half-Life 2 Raising the Bar Official Strategy Guide. Da ist gar keiner drin im Turm, der mich da abballert. Half-Life entstand ja noch zu einer Zeit, wo noch nicht alles so online war, was du heute so kennst. Und hat das halt noch als Buchform gehabt und dieses Buch ist wirklich sehr toll. Es hat so, es verkauft dir das Erlebnis von Half-Life. Und dann bist du gleich so, oh, ich stürze mich ins Abenteuer. Hat also das war eine großartige Shitshow, die ich auch nie vergessen werde. Kam da nicht auch irgendwie raus, dass wirklich, wenn ich nicht in die Konsole gehe und God-Mode anmache, dann war's das hier. Ich werde hier nur getroffen von der Scheiße. Er ist ein Scharfschütze. Ja, ich weiß, aber ich kann ja nicht mal hinter ihm langschleichen, weil dann kommt die Kälte und bringt mich um. Weil es ist 5 Meter auf dem Berg höher, auf einmal gleich minus 200 Grad und hier sind es nur minus 5. Wo sitzt der denn? Der sitzt da nirgendwo, das ist nur ein schwarzes Loch, wo Schüsse rauskommen. Es gibt keinen Scharfschützen. Ich kann mich nicht gegen den wehren. Doch, kannst du. Ja, wie denn? Theoretisch solltest du das können, also ich meine ihn... Nein. Du musst da oben, was kannst du da, hast du irgendwas, was du da oben reinschmeißen kannst? Nein, meine Granaten haben sie mir weggenommen. Kannst du mit deinem eigenen Snipergewehr versuchen, da so lange reinzuschießen, bis der Laser weg ist? Kann ich versuchen, aber ich halte nur einen Schuss aus und bin tot. Und das schaffe ich bei den 4 Sniper-Nestern, die da sind, nicht mehr. Da, ich schieße das, man sieht sogar meine Einschusslöcher. Da ist einfach nur eine Wand. Da ist kein, da kann ich nicht mal durchschießen. Da ist niemand. Das ist einfach nur Blödsinn. Ja, ich weiß es ja. Es kann ja sein, dass das in Huntdown the Freeman auch tatsächlich so ist. Es würde ja zu der Dummheit dieser Entwickler passen. Funktioniert alles nicht. Oh, ich muss erst SV-Cheats machen, ne? SV underscore Cheats. Und dann God 1. God Mode on. No Clip. Ja, es geht's ab hier. So spielt man Videospiele richtig, Leute. So, einmal für Tim die genaue Draufsicht. Hier geht auch schon dieser Effekt los, der mich erfrieren lässt. Das ist die komplette Verarsche einfach nur. Mit dieser Scheiße hier. Ja, also ich kann ja auch in dieses Ding reinfliegen, da existiert nichts drin. Also das ist kompletter Blödsinn, was sie hier machen. So, wo komme ich denn... Ah, was ist das hier? Was ist das? Was ist... Was zum Teufel ist das denn? Was? Ich glaube, es ist etwas deplatziert, oder? Was? Moment! Was das ist, das ist ein... Das ist einer dieser von den Combine umoperierten Viecher. Das war mein Mensch. Das ist so ein kastrierter Typ. Das sieht aus wie ein ganz schlechter Androide. Er macht irgendeine Arbeit, also es gibt zum Beispiel... Ja, ich glaube auch, ne, guck mal, da kommen auch Funken raus. Er schweißt wahrscheinlich irgendwas sowas. Ach, so viele Funken, guck das mal an. Das ist ja, der Funkenregen vom Herrn, ey. Aber die ganze Szene sieht so scheiße aus, ey, warum? Aber jetzt mal ganz ehrlich, ein Shoutout an die Entwickler von Huntdown the Freeman. Danke, dass ihr die Entwicklerkonsole mit bedacht habt. Ja, darüber nicht, aber du musst, glaube ich, zu dem Typen da durch. Und du musst halt deine Waffe holzen, dann kannst du hochklettern. Ah, okay, verstehe. Gucken wir mal. Und er geht jetzt tot? Ja, stirbt einfach so. Aber dann soll ich wahrscheinlich hier wirklich diesen Bergpfad hoch. Oh nein, nicht schon wieder! Mir müsste mal jemand erklären, wie man das hier ohne God-Mode schaffen soll. Nicht nur, dass es echt manchmal random ist, ob man getroffen wird oder nicht und man nicht viel Einfluss darauf nehmen kann. Du kriegst ja gar keine Heil-Items. Also selbst wenn du versuchst, es normal zu spielen, du kannst es gar nicht schaffen.
Ich habe auch bisher eigentlich, glaube ich, keinen einzigen gesehen, der die Stelle hier ohne Cheats gemacht hat. Ich glaube, jeder hat gecheatet. Ja, ich wüsste ja auch nicht wie. Ich habe ja auch, ne, in dem Level davor schon nichts mehr gekriegt an Heil-Items. Nur das von den paar Gegnern halt. Und dadurch stirbst du dann halt auch einfach, weil du getroffen wirst. Oh, ein Heil-Item. Eins. Dankeschön. Und hier geht's auch noch weiter. Aber ganz ehrlich, was ist das hier auch für ein Gameplay-Abschnitt? Du rennst durch eine leere Eiswüste und wirst dabei von irgendwelchen diesen Sachen da abgeschossen. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch einfach nur Scheiße. Ja, hast du langsam auch den Verdacht, dass dieses Spiel gar nicht mal so gut ist? Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so viel schlechter wird. Seit wir in Akt 2 sind, fühlt sich das alles hier an, als wäre das von einem komplett anderen Team gemacht worden, also von komplett anderen Leuten, die noch weniger drauf hatten als die Macher vom ersten Akt. Wahrscheinlich hat es der Game Director gemacht. Ja, wahrscheinlich. Deswegen hat er auch, weißt du, deswegen hat er auch so den Mental Breakdown gehabt, weil so vorher war das so, ja, das ist alles ziemlich amateurhaft und scheiße, aber es ist immerhin spielbar. Ah, nee, das, was ich gemacht habe, das ist ja, ne? Aber immerhin hat er mal so eine Medipack, so eine Medistation hier hingestellt. Guck mal, du kannst die Medistation benutzen und du hast keinen HEV-Suit. Wie geht das? Keine Ahnung, er drückt sein Gesicht dagegen und saugt es ein oder sowas, weiß ich denn. Geht's da hinten weiter? Da ist eine Leiter. Das hat sich gereimt. Ach so, ja, es ist auch wieder ganz toll. Gute Draw Distance habt ihr, Entwickler. Oh. Oh nee, bitte nicht wieder raus! Ich mach schon mal God-Mode an. Oh, guck mal, dein Scope ist ganz schwarz. Ja, nee, weil die Tür keine Textur hat. Das drin war gerade der beste Abschnitt vom zweiten Akt. Weil das irgendwie so einen komischen Überhang hat, dann geht es nicht. Doch, geht. Ich hab's rausgefunden. Es ist tatsächlich, also man sieht es nicht, wenn man von vorne drauf schaut, aber es, stimmt, da ist eine so, Kante, ja. Dabei ist die extra gelb markiert. Ja, ne? Die wird nur nicht angeleuchtet, sodass das eigentlich komplett wirkungslos ist, aber. Nee, das Ding ist, ich bin ja schon irgendwie fünfmal gegen gehüpft und da ist dann nichts passiert. Deswegen habe ich das wieder abgetan, ne? Schon als, das ist nicht der richtige Weg. Hier ist dann wahrscheinlich nichts mehr. Da ist dann dieser Lüftungsschacheingang. Ich guck gerade hier nochmal. Ja, hier ist schon wieder unsichtbare Wand. Große Klasse. Das ist so. Weißt du, es ist so berechenbar mittlerweile fast schon.